ein herzliches Shalom aus dem wunderbaren Uganda und einen gesegneten Sonntag dir. Heute möchte ich gerne über einen Verwandten im Alten Testament sprechen, der mich sehr beeindruckt hat mit seiner Weisheit, aber auch mit seiner Demut. Und zwar über den Propheten Daniel. Wenn man sich vorstellt, dass im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, der Nebuchadnezzar, der König von Babel, nach Jerusalem kam und es belagerte und dort eben auch Sklaven mitgenommen hat. Und darunter, unter ihnen waren von den Söhnen Juda, und es waren, die waren von königlicher Abstammung, Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Aber der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Janania Shadrach und Mischael Meshach und Asaja Abednego. Wir kennen sie als die drei Jünglinge aus dem Feuerofen. Ja. Und Gott gab, der Oberste der Hofbeamten gab ihnen einen Platz am Königshof. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er bat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Und ihr könnt dann lesen im Buch Daniel, der Hofbeamte hatte Angst, dass der König, dass es ihm seinen Kopf kosten wird, wenn die nur Gemüse essen und dann schlechter ausschauen wie alle anderen. Aber Daniel hat gesagt, gib uns eine Woche Zeit und prüfe. Und nach einer Woche haben die alle viel besser und gesünder und leuchtender ausgeschaut wie die anderen. Das heißt nämlich, und am Ende der 10 Tage, 10 Tage waren es, zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Okay? Und der Daniel war ein Prophet. Und da heißt es, ihr könnt das selber im Kapitel Daniel nachlesen, das würde ich euch raten. Er war im ganzen Königreich den ganzen Wahrsagern und Beschwörern 10-fach überlegen. Ihr Lieben, das ist das Ziel Gottes. Er möchte uns überlegen machen über die Werke der Finsternis auf allen Ebenen. Und da wissen wir, dass der König Nebuchadnezzar einen Traum bekam. Und er hat beschlossen, dass die Zeichendeuter, die Traumdeuter, die Wahrsager ihm diesen Traum deuten sollen. Aber er war nicht bereit, den Traum kundzugeben. Er hat gesagt, den müsst ihr wissen. Und dann haben die Sterndeuter zum König gesagt, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Erde, der die Sache des Königs kundtun könnte, weil kein großer und mächtiger König jemals eine Sache wie diese von irgendeinem Wahrsagepriester oder Beschwörer oder Sterndeuter verlangt hat. Denn die Sache, die der König verlangt, ist zu schwer und es gibt keinen anderen, der sie vor dem König kundtun könnte, als nur die Götter, deren Wohnung aber nicht bei den Sterblichen ist. Und ihr Lieben, bei Gott, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und dann lesen wir weiter, dass der Daniel ging hinein und erbat von dem König, dass er ihm eine Frist gewähre, dem König die Deutung kundzutun. Daraufhin ging Daniel in sein Haus und erteilte seinen Gefährten, diesen Hanania, Mischael, Asaja, damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen bitten sollten, wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Daraufhin wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes, der von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein.
Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnisse den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Ja, ihr Lieben, was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Denn wenn der Geist Gottes, der Heilige Geist, in den Gläubigen wohnt, dann haben wir direkten Zugang zu Gottes Weisheit. Und ja, und dann heißt es aber im Vers 28 vom Kapitel 2, aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er lässt den König Nebuchadnezzar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Das hat der Daniel dem König gesagt. Dein Traum und die Geschichte deines Hauptes auf deinem Lager waren eins. Dir, o König, und so weiter. Mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in allen Lebenden wäre, dieses Geheimnis geöffnet worden, sondern deshalb, damit man den König die Deutung wissen lasse und du die Gedanken deines Herzens erfährst. Also, ich sehe im Daniel, er nimmt nicht die Ehre auf sich, sondern er gibt alle Ehre dem Gott, dem nichts unmöglich ist. Ja? Und dann sehen wir ja, wie diese, immer wenn man gesegnet ist und Gunst und Wohlwollen hat, dann hat man hundertprozentig Neider und Eifersüchtler. Also, solange noch niemand auf dein Leben eifersüchtig ist oder neidig ist, wie Gott dich gesegnet hat, bist du noch nicht in der Fülle des Segens Gottes. Ich erlebe es. Ich sage vielen Menschen, wenn du neidig und eifersüchtig bist, komm nicht zu mir. Da geht es ja schlecht. Ja, aber der Daniel hat eben das ihm sagen können, dem König genau deuten. Und der König antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit, euer Gott ist, er ist Gott der Götter und der König der Könige, der Herr der Könige und offenbart Geheimnisse. Da du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Daraufhin machte der König den Daniel groß und gab ihm viele große Geschenke und er setzte ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel ein und zum Obersten über alle Weisen von Babel. Und Daniel erbat vom König, dass er Schadrach, Meschach und Abednego über die Verwaltung der Provinzen Rabel einsetze, aber Daniel blieb am Hof des Königs. So, und dann wissen wir ja weiterhin, wisst ihr, nicht alle Menschen sind glücklich, wenn wir gesegnet sind. Manche wollen dann unsere Zerstörung. Und genauso war es dann bei dem Daniel. Da haben dann Berater den König Nebuchadnezzar überredet, dass er ein Gesetz erlassen soll. Und zwar heißt es hier, euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen, sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederfallen und anbeten. Und wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Deshalb, sobald alle Völker den Klang des Horns und der Rohrpfeife, der Zither und der Harfe und der Laute und alle Arten von Musik hörten, fielen alle Völker, Nationen und Sprachen nieder, indem sie sich vor dem goldenen Bild niederwarfen, das der König Nebuchadnezzar aufgestellt hat. Und das war natürlich, das war eine Absicht, dass man den Daniel zu Fall bringt. Ja. Und der Daniel hat sich nicht gebeugt vor diesen goldenen Statuen. Wisst ihr, da gibt es Zeiten, wo wir uns nicht beugen dürfen vor Götzen, falschen Götzen. Und
Ja, und da könnt ihr weiterlesen. Denn deshalb traten, im Vers 8 von Kapitel 3 im Daniel, deshalb traten zur selben Zeit einige Männer heran, nämlich Sterndeuter, die die Juden verklagten. Sie fingen an und sagten zum König Nebukadnezar, ja, er soll eben dieses goldene Bild aufstellen. Und er sagt hier, diese Männer, o König, schenken dir keine Beachtung. Deinen Göttern dienen sie nicht. Und vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, werfen sie sich nicht nieder. Da befahl Nebukadnezar voller Zorn und Wut, Schadrach, Meschach und Abednego herzubringen. Sie wurden diese Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar fing an und sagte zu ihnen, ist es Absicht, Schadrach, Meschach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht niederwerft? Nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit, da ihr den Klang des Horns und der Rohrpfeife, der Zither und der Harfe, der Laute und des Dudelsacks und alle anderen Arten von Musik hören werdet, hinzufallen und euch vor dem Bild niederzuwerfen, das ich gemacht habe, so ist es gut. Wenn ihr euch aber nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König, Nabuchadnezzar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten. Oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen. Da wurde Nebukadnezar voller Wut und der Ausdruck seines Gesichts änderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Er begann und befahl den Ofen nochmals mehr zu heizen, als es ausreichend war. Dann befahl er Männer, den stärksten Männer in seinem Heer, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden, um sie in den brennenden Feuerofen zu werfen. Daraufhin wurden diese Männer in ihren Mänteln, Röcken und Mützen, in ihren sonstigen Kleidern gebunden, also dass sie schnell verbrennen, und in den brennenden Feuerofen geworfen. Okay. Darum, weil das Wort des Königs so streng und der Ofen außergewöhnlich geheizt war, tötete die Flamme des Feuers jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten. Und diese drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den brennenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten, haben wir nicht drei Männer hineingebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen und mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des vierten gleicht dem eines Gottessohnes. Da trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens, begann und sagte, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt her. Da gingen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer heraus. Und es versammelten sich die Satrapen, die Statthalter, die Verwalter und die Stadträte des Königs. Sie betrachteten diese Männer, über deren Leib das Feuer keine Macht gehabt hatte. Das Haar ihres Hauptes war nicht versengt und ihre Mäntel waren nicht verändert. Nicht einmal Brandgeruch war an ihnen. Ihr Lieben, ich glaube, das sind Vorbilder des Glaubens. Die haben ihr Leben nicht lieb gehabt bis in den Tod. Und haben deshalb das Übel überwunden. Und Gott hat ein Wunder getan. Und Nebukadnezar begann und sagte, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engeln gesandt hatte und seine Knechte errettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib hingaben, damit sie keinen Gott dienen oder ihn anbeten müssten als nur ihren Gott. So ergeht von nun mir aus der Befehl, dass jedes Volk, jede Nation und Sprache betrifft, wer über den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos etwas Verdächtiges sagt oder Verächtliches sagt, soll in Stücke gehauen werden und sein Haus soll zu einem Misthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott,
der so retten kann. Sodann beförderte der König Schadrach, Meschach und Abednego in der Provinz Babel. Ihr Lieben, sie haben gewonnen. Und zwar nicht aus ihrer Kraft, sondern die Kraft Gottes hat sich manifestiert. Und ich freue mich so sehr, wenn immer ich höre, dass Menschen, die unser Leben beobachten hier in Uganda und erkennen, dass unser Gott groß ist. Wenn ich höre von Menschen, passt auf, der Gott von der Mama Maria ist stärker als der unsere. Ihr Lieben, dahin muss dein Ruf kommen. Dass Menschen dich beobachten und erkennen, dein Gott ist größer als der Gott dieser Welt. Und das könnt ihr dann selber noch weiterlesen, aber ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen. Im Kapitel 6, und Darius, der Meder, ist wieder ein neuer König, übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Okay, und da heißt es, da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Und da war wieder, sie konnten nichts Schlechtes finden an diesem Daniel, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden war. Da sagten diese Männer, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Und dann haben sie ja den König überzeugt, dass er ein Gesetz erlässt, dass jeder, der von einer anderen Quelle sich Hilfe erwartet, außer von dem regierenden König, dass der in die Löwengrube geworfen wird. Und genau das Schriftstück wurde angefertigt. Und als der Daniel davon hörte, das lesen wir im Kapitel 6,11, und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus und versteckte sich. Nein, er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Er hat sich nicht eingesperrt. Er hat sein Leben geöffnet. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Und auf diesen Moment haben seine Neider und Eifersüchtler gewartet. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Darauf näherten sie sich dem König und sprachen vor ihm bezüglich des königlichen Verbotes. Hast du nicht ein Verbot ausfertigen lassen, dass jedermann, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas verbitten, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden sollte? Der König antwortete und sprach, das Wort ist unumstößlich nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Daraufhin antworteten sie und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, schenkt weder dir, o König, noch dem Verbot, das du hast ausfertigen lassen, Beachtung, sondern er betet dreimal am Tag. Ich frage mich, wie man diesen Daniel heute genannt hätte. Okay, das missfiel dem König, als er die Sache hörte, sehr und er sann darauf, Daniel zu retten. Und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Da stürzten diese Männer zum König und sagten zum König, wisse, o König, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, wonach kein Verbot und keine Verordnung, die der König erlassen hat, abgeändert werden darf. Dann befahl der König und brachte Daniel herbei und warf ihn in die Löwengrube. Und sagte zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Und der König versiegelte ihn mit seinem Ring, mit seinem Siegelring und mit dem Siegelringen seiner Gewaltigen, damit die Sache mit Daniel nicht verändert würde. Aber jetzt sehen wir das Herz des Königs. Daraufhin ging der König in seinen Palast und er übernachtete fastend und ließ keine Speise zu sich hereinkommen. Sein Schlaf floh von ihm. Dann stand der König bei der Morgenröte, sobald es hell wurde, auf und ging schnell zur Löwengrube
Und als er sich der Grube näherte, rief er mit trauriger Stimme nach Daniel. Der König begann und sagte zu Daniel: Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen erretten können? Da redete Daniel mit dem König: O König, lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld in mir gefunden wurde. Und auch vor dir, o König, habe ich kein Verbrechen begangen. Da freute sich der König sehr und er befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. Und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hat. Und der König befahl, man brachte, und das ist jetzt ganz die schlimme Folge von Sünde. Sünde bringt Tod. Da heißt es, und der König befahl, und man brachte jene Männer, die Daniel verklagt hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie und ihre Kinder und ihre Frauen. Und ehe sie noch am Boden der Grube angekommen waren, heißt es, zerbrachen ihre Gebeine, fielen die Löwen über sie her und sie zermalmten alle ihre Knochen. Dann schrieb der König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten, euer Friede sei groß. Von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte. Die Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Daniel hat sich nicht von den Problemen seiner Zeit unterkriegen lassen oder von seinem Gott ablenken lassen. Er hat gewusst, mein Gott ist größer als dieses Problem. Mein Gott ist stärker, mein Gott ist liebevoller. Er wird für mich kämpfen. Und er hat für ihn gekämpft. Und ihr Lieben, ich rate euch, werft euch hundertprozentig auf die Seite Gottes. Überlasst euer Leben Gott. Vertraut ihm alle Zeit. Und ich garantiere euch, er wird euch retten. Und er wird Wunder für euch und durch euch tun, dass eure Umgebung vom Staunen nicht herauskommt. Glaubt es mir, ich habe es gewagt und es ist wahr. Shalom, Shalom, alles Liebe euch. Möget ihr heraustreten aus einem Verhältnis zu Angst und hineintreten in ein Leben des Glaubens, der Gottesfurcht und der Demut. Shalom, Shalom.